Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Project Equivalence mit mir, die Liebsten, also den lieben Tom, der schon wieder abgehauen ist. Hallöchen. Ja, er wird flügge, stimmt sowas. Ja, wir haben jetzt einmal gerade nochmal Krisensitzung gehabt. Wir werden heute doch noch nicht mit, also wir werden ein bisschen mit den Energy Conduits anfangen. Aber wir werden tatsächlich nicht bis zu der größten Stufe gehen. Aber wir werden alles vorbereiten für die größte Stufe. Das ist, glaube ich, so die richtige Aussage, oder? Ja. Ja. Also das Gute ist halt, also an sich für die größte Stufe brauchen wir nur Pink Slime. Das machen wir nebenbei so ein bisschen jetzt fertig, da kümmert Tom sich gleich drum. Und wir brauchen Nether Stars. Aber ich sag mal Nether Stars, wir könnten auch ein paar einfach mal spawnen lassen und dann mit den Shuriken und Gibin, dann leveln wir den auch direkt. Werden wir aber nicht offscreen, onscreen machen, weil ist halt einfach nur Vanilla Wither töten mit einem Shuriken. Ist halt nichts Besonderes, genau. Ich werde mich jetzt aber darum kümmern, dass wir die Simple Sack Mill bekommen. Und dass wir den Alloy Smelter bekommen. Jeweils Simple, weil höhere lohnen sich tatsächlich noch nicht. Beziehungsweise können... Doch, wir könnten tatsächlich auch schon den höheren machen. Fällt mir gerade auf. Aber ich glaube, das lohnt sich noch nicht, oder? Die müssen wir herstellen. Wieso funktioniert das nicht? Man kann es nur in der Overworld machen und da gibt es ja keinen Bedrock. Hey, geil. Okay, das heißt... Und die Farm funktioniert nicht. Ja, wir brauchen Tektonik Petroleum. Hilfe. Das sind erstmal, weißt du, wie viele Maschinen das sind? Tatsächlich ist das eigentlich nur ein Fluid Transposer, Magma Crucible und das war's. Boah, trotzdem Taumium und was alles. Ja, natürlich. Also und gut Energie. Das heißt, da jetzt weitermachen. Ja, doch, wir brauchen ja eh Generator und sowas. Das heißt, wir könnten eigentlich zumindest bis Viper und Alloy schon mal komplett hochballern, die Conduits. Dann haben wir zumindest davon schon mal ein paar. Weil die Basalt Rods, ich weiß auch gar nicht, wo wir die herkriegen sollen. Okay, Basalt Powder kriegen wir. Ja. Mit XP und Ding. Ah, okay, gut, dann müssen wir da noch mal ein bisschen... Nee, warte mal, brauchen die Conduits nicht alle schon das? Ich glaube ja. Nee, die billigsten mit 20 Mikro nicht. Okay, da kann man auch genauso gut den Lithium und Flachsdakte erstmal nehmen. Ja, wir haben ja 1000. Was? Lithium-Flachsdakte? Ja. Um 11. Achso, okay. Bin ein bisschen hochgestellt. Ich hab verstanden, wir haben 1000 Stück davon. So. kannst du mir den Reconstructor geben, bitte? Ich kann noch 5 Stück bauen. Ich brauch nur einen. Schade. Danke. So, und irgendwo hier müssten... Hattest du nicht noch einen Generator? Wir haben jetzt 3 Generatoren. Ja, 3 Stück. Achso, okay, ich dachte, wir hätten mehr. So. Den stelle ich aber tatsächlich erstmal hier auf. Da muss einfach Kohle rein. Coal. 1, 2, 3. Bisschen mehr habe ich mal rein. Packe ich jetzt mal rein. Oh nein, da passen nur 64 rein. Was machst du da? Er muss gerade. Hä, welcher muss gerade? Der hat nach hier geguckt. Er ist nicht egal. Das ist hässlich. Nee, das ist hässlich. Ach, okay, ich dachte jetzt gerade, das ist wirklich irgendwie. Nee, nee. Eine Einschränkung oder so. Ja, gut. Noch nicht. So. Dann 3 Hopper. 3. So. Einmal rein. Hä? Oh nein. Die müssen weg. Warum? Der pumpt endlos rein, aber der nimmt es nicht an. Geil. Dann wird's spaßig mit der Automatisierung von den Dingern. Gut. Also, bei denen wollen wir jetzt die Redstonia Crystals machen. Habe ich gehört. Ja. Geht bestimmt nicht mit Redstone. Du musst da Elven Red Alloy. Das ist Mana Red Alloy. Das ist... Ach du ja, Schande. Ja. Ach, hast du schon? Okay. Mehr gibt's heute nicht. Ja. Genau, also Elementium hat man ja schon gemacht.
Und hier ist einfach, also man schmeißt einfach davor, fertig. Genau. Und dann kommt hier einmal der Schuss und der verbraucht schön viel Strom. Und deswegen, der verbraucht ja gar nicht so viel. Wenn du nicht drüber läufst, verbraucht er auch nichts. Ja, selbst wenn ich hier drüber laufe, wird das mehr gerade. Ja, der verbraucht ja auch nichts. Habe ich auch gerade gemerkt. Wenn du nichts anschießt. Okay, Transfer Pipes hatten wir hier auch irgendwo schon, genau. Und Lead-Platten habe ich eigentlich auch schon gemacht. Hoffe ich. Glaube ich. Bei Gelegenheit vielleicht. Habe ich natürlich nicht gemacht. Juhu. Shit. Aber weißt du, was ein Vorteil eigentlich daran ist, dass wir so eine gute Spitzhacke haben? Oder so eine schnelle halt? Platten. Man braucht nicht alle Werkzeuge unten in der Hotbar. Man braucht halt eigentlich nur die Spitzhacke. Den Rest kann man halt weglassen. Wirklich, ja. So, da brauche ich einmal die und gib ihn. Achso, sollte ich auch reinpacken. Gut, Lead Large Plate. Ich bin blöd. Hauptsache ich mache Large Plates anstatt normale Plates. Kann man wieder einschmelzen, danke. Wo haben wir wo? Achso, das ist die Plate Cast, okay. Warum leckt das gerade so? Oh, ich habe nur was abgerissen. Was denn? Will ich das wissen? Fängt mit S an. Hä? S? Smeltory. Nee, du hast die Mob-Farm abgebaut. Also. Das war ein Fail. Das war ein Fail. Ich wollte gerade sagen, S? Schlachthaus oder so? Das war nicht geplant. Gut, ich würde sagen, wir bauen hier erstmal ein bisschen die Sachen auf. Wir können die ja immer noch rüberziehen einfach, aber solange wir hier nicht wirklich mehr haben, lohnt es sich halt nicht. Gut. Aber umso mehr wir hier bauen... Ja, ist auch wieder ein Argument. Okay, dann brauchen wir jetzt noch einen Pulverizer. Wir brauchen ein Magma Crucible. Wir brauchen ein Fluid Transposer. Okay, das heißt, wir brauchen da eigentlich sogar zwei von. Und. Warte mal, Essenz kriegt man doch auch aus dem Mob-Gedöns raus, oder? Mob-Essenz? Ja, Solified. Achso, ja. Das, nee. Also, das kriegst du aus dem Mob-Crusher raus. Ja, stimmt. Das heißt, wir brauchen eigentlich am besten Liquid XP. Haben wir einen XP-Drain hier? Nicht. Natürlich nicht. Das ist, Wir haben aber einen Experience Solifier. Doch, der Experience uns... Obelisken. Ja, wir brauchen aber da irgendwie Liquid XP rein. Ah, nee, warte, Obelisk, dann geht das aber ja damit. Aber der ist teuer. Ja, der ist noch teuer. Experience Obelisk? Also relativ. Ja, dafür brauchen wir aber auch schon die Maschinendinger. Hä, aber brauchen wir die nicht hier auch schon für? Ne, Thormium, Mirrored Glass, Tin. Ne, tatsächlich brauchen wir für die Sachen das noch nicht. Okay, Hauptsache ein Crusher ist einfach mit einem Flint Large Sword Blade. Okay. Toll. Kreativ ist der. Einen Induction Smelter brauchen wir auch. Das heißt, wir brauchen Thormium. Das heißt, wir brauchen Elementium. Das ist doof. Das musst du machen. Ich weiß, leider. Ich hab nämlich nichts mehr, gerade. Ach, Elementium? Ah, doch, hier sind noch 16, ja, aber das wird nicht reichen. Das war Mana-Steel einfach reinschmeißen. Na gut. Schmeiß ich mal ein bisschen was rein. Zack. Lalalala. Guck ich dir jetzt mal zu, wie du arbeitest. Oh nein. Schneller, Tom, schneller! Schneller, Tom, schneller! Ich kann nicht schneller! Naja, habe ich mir schon gedacht. So, das muss reichen. Okay. Dann brauche ich Terra. Das ist, glaube ich, einfach Erde am einfachsten. Dirt. Ja, das ist sogar 1 zu 1 das, was ich brauche. Das heißt... Ja, ich mache mal 64 Stück. Ich hoffe, das reicht. So. Dann brauche ich 5 Precantatio und 5 Metallum.
Weißt du zufälligerweise, ob irgendein Ingot 5 Metallum oder ein Vielfaches davon hat? Scheinbar. Iron. Wie viel hat 15. Iron? 15. Ja, gut, das geht. Das heißt, davon brauche ich 64 durch 3. 20. 22, sowas um den Dreh müsste es sein. Ja. Dann brauche ich jetzt noch Präkantation. Vielfaches von 5. Ach du Schande, gibt es hier, was 5 hat. Mana Steel Ingot. Ja, wobei, da kommt auch noch Eisen mit rum. Das wäre blöd. Ja gut, ich könnte hier die Thermalilies oder sowas benutzen, aber da kommt auch überall was anderes bei rum noch. Das lohnt sich also eigentlich nicht. Was haben wir sonst, was 10 bringt? Ein Thaumonomicon. ja, sonst haben wir auch nichts. 15 vielleicht irgendwas? Nö. Gut, dann nehme ich Mana Steel. Ja. Also. Dann brauche ich kein Eisen mehr. Dann habe ich nur das Problem, dass zwischendurch immer Nuggets. Ach du Schande, die Kisten sind schon voll. Dass ich Nuggets zwischendurch mit reinschmeißen muss. Wobei, no risk, no fun. Ja. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ach, shit. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ach, ich brauche noch einmal Wasser. Na los, koch auf. Na. Noch ein, okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und kurz den Rest mal eben rausholen. Dann. Ist immer noch was drin. Das sehe ich doch. Wie bitte? Ja, das Ding veräppelt mich hier gerade. Okay. Ich habe hier irgendwie viel zu viel Zeug reingeschmissen. Ich habe jetzt die dritte Ladung an einfach nur hier Kristalle machen durch. Vierte. Und es. Ah, okay, jetzt nichts mehr drin. Dann. 24 hiervon. 24 hiervon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 17, 18, 19, 20. Na, komm. 21, 22, 23, 24. Genau. Und einmal wieder Kristalle machen. Ein Vorteil hat es, ich krieg ohne Ende Kristalle jetzt gerade raus. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Aber die Dinger, die brauchen wir halt noch. Du baust die Mobfarm jetzt in einer neuen Base direkt auf, oder? Richtig. Okay. Hoffentlich richtig schön hässlich. Nee, eine stylische. Oh. Gut, dann haben wir jetzt noch 25 von denen. Oh, das war knapp. Ich sag jetzt nicht, dass ich fast das Ding zum Überlaufen will. Ups, ich habe das Falsche gerade reingeschmissen. Vielleicht habe ich das jetzt doch zum Überlaufen gebracht. Also es könnte demnächst ein paar Probleme geben hier. Och, nicht so schlimm. Ich bleib hier. Na. Komm schon. Noch mehr? Ach du Schande. Oh. Alter, habe ich gerade einen Schrecken gekriegt. Ich dachte, ich habe das Thormium wieder reingeschmissen. Okay, das wär's ja noch. Gut,
Ich würde aber sagen, ich werde bis zum nächsten Mal hier kurz ein bisschen was wegmachen. Ja, nächstes Mal so. Und dann werden wir nächstes Mal mal gucken, wo wir weitermachen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wofür ich über das Thormium gebraucht habe. Machine Casing von Thermal. Stimmt, da war was, ja. Dann machen wir da nächstes Mal weiter. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.